Und während alle so Stardew Valley, Stardew Valley. Und ich so Nö. Herzlich willkommen zu Street Pass Germany. Heute präsentiere ich euch mein erstes Mal und ich bin nicht der MyTune Games. Okay, ernsthaft jetzt. Axiom Verge ist ein Metroidvania, welches in eine etwas andere Welt entführt. Ihr spielt den Wissenschaftler Trace, der eigentlich durch eine Explosion in einer Forschungseinrichtung starb, aber dann in einer seltsamen, biomechanischen Welt wieder erwacht. Das Spiel erschien bereits im April 2015 auf der PlayStation 4, kurz darauf auch im Mai für den PC. 2016 folgten auch Releases für die PS Vita, die Xbox One und die Wii U und seit dem 5. Oktober diesen Jahres auch für die Switch. Aktuell nur als Download, aber für diverse Plattformen kommt im November eine Retail-Version heraus, was vor allem die Sammler freuen dürfte. Das Spiel kostet überall 17,99 € und ich finde, der Preis ist sehr angemessen, zumal ich es sehr bemerkenswert finde, dass dieses Spiel von einer einzigen Person erstellt wurde. Ich für meinen Teil habe schon sehr lange das Spiel auf dem Schirm gehabt und jetzt, wo ich dank Samus Returns im Metroidvania-Fieber bin, habe ich mir das gleich mal gegönnt und zeige euch hiermit mein erstes Mal mit Axiom Verge. Und da ich, wenn ich alleine für mich selber spiele, nicht sehr gesprächig bin, freut euch auf meine Stille. Wenn es euch gefällt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder bewertet das Video entsprechend. Und wer uns noch nicht abonniert hat, ja, genau, du weißt, wen ich meine, ne? Schäm dich. Also, viel Spaß! Kleine Warnung vorweg, es gibt kleinere Jumpcuts im Video, die daher rühren, dass, mein Privatleben wollte mich nicht in Ruhe lassen. Ich gelobe Besserung für die nächsten Videos. Aber jetzt wirklich, viel Spaß. Thank you.
Stardew Valley, Stardew Valley.